Quartett hineingesprungen hatte im Training. Svenja Würth, die Mixteam-Weltmeisterin, als Dritte musste sie in die Spur, sprang einen weiten Sprung auf 97 Meter und dann das. Das, was man nicht sehen möchte. Verkantet im Auslauf. Fällt, stürzt, bleibt liegen. Entsetzen bei den Trainern und natürlich alle sofort auf dem Weg zu ihr, die da im Auslauf behandelt wird, rausgetragen wird, den Arm immerhin hebt, sagt Hallo, da bin ich, und dann noch mal schon erzählt, wie es war, dieser Sturz. Sie, die ja schon 2014 so schlimm gestürzt war, sich einen Halswirbel gebrochen hatte, klagt über Schmerzen nur im Knie. Gott sei Dank, so der erste Eindruck, den wir gehört haben, wird jetzt in ein Krankenhaus in Freiburg gebracht, um das Ganze zu analysieren. Vielleicht hat der Bundestrainer inzwischen schon weitere Informationen. Andreas Bauer bei Eike Papsdorf.